Die letzten Menschen in Deutschland, die vedisch lebten, das war, glaube ich, 1250, ist die letzte Hochburg der Veden auf Rügen, der Svantevit-Tempel auf Rügen gefallen. Und das war das war die letzte Hochburg der vedischen Menschen in Deutschland. Das war die wichtige Frage, die ich ihm stellen wollte, Ah. die ich gestern noch wusste und heute vergessen habe. Du Sehr gut. sagst immer, Gleich ein Beispiel jetzt, Dankeschön, ja, Bruno, wie alles das im Feld. funktioniert. Alles im Feld. Weil du sagst ja immer, am Anfang deiner Sendungen willkommen und das Datum von heute und dann ergänzt du so und so viele 7.000, tausend Jahre. Was war? 7.529 nach Erschaffung des Friedens im Sternentempel. Genau, das war dieser Sternentempel. Ja, wir waren früher, damals die weiße Rasa, hat nichts mit Rasse zu tun, sondern steht für Stämme der Asen aus dem Land der Asen. Rodni Asov, Strasni Asov. Stämme der Asen aus dem Land der Asen. Hat nichts mit Rasse zu tun, hat man Rasse rausgemacht. Wir haben uns nur nach Stämmen unterteilt. Und die weiße Rasa, also die weißen Stämme, haben gegen die Arime gekämpft. Und das sind die, die wir heute als die Chinesen bezeichnen. So, und dann wurde irgendwann die chinesische Mauer gebaut. So, und wenn man sich dann anguckt, wie haben die Menschen im Inneren, also auf der einen Seite der Mauer gelebt, und haben die dann wirklich, die Chinesen haben die wirklich so ein faszinierendes Bauwerk mit ihren relativ primitiven Fähigkeiten wirklich erzeugen können? Nein, konnten sie nicht. Es ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, wo die chinesische Mauer von der weißen Rasa gebaut, um sich vor den Arime dahingehend zu schützen und zu zeigen, bis hierher und nicht weiter. Arime, ist das eine Abwandlung auch für Ariman oder? Nee, Ahriman ist ja wieder, das war ja wieder eine Oder? Wesenheit, da geht es ja schon wieder in die Spiritualität, in die Religion, Ja. ins Persische. Ja, das hat damit nichts zu tun. Arime, ich weiß noch nicht, wir sind ja alle also die weiße Rasa, also die weißen Stämme, zu denen wir gehören. Wir sind alle vier kamen wir von unterschiedlichen Sternsystemen auf diese Erde. Deshalb haben wir auch unterschiedliche Augenfarben. Blaue Augen haben zum Beispiel die Sviatorussen. Ich glaube, braune Augen, die Rassenen. Das sind die slawischen Stämme. Dann gab es die arischen Stämme, Daaria und Chaaria, und die haben grün und graue Augen. So, und die wurden geprägt durch die Sonnen in diesen anderen Sternensystemen. Und dann habe ich mich gefragt letztens, wäre denn unsere Augenfarbe, wenn wir hier Menschen der Erde wären? Welche Augenfarbe haben die Erdwesen, die wirklich hier mehr oder weniger entstanden sind? Und das würde mich mal interessieren. Ich weiß es nicht. Du kannst gucken, wenn du willst. Ich bin ja auch hier entstanden. Ich habe aber trotzdem grau-grüne Augen und gehöre daher mehr oder weniger, in dieser Inkarnation, gehöre ich mehr oder weniger zu den Ariern. Ja. Ja, aber grün, ich meine, der Hauch von Grün weist ja schon auch ein bisschen auf die Erde hin. Ja. Blau Ja, aber im Prinzip, wenn es nach der Sonne ginge, müssen wir alle goldene Augen haben So eigentlich. leuchtende, goldene Augen. Hellgold oder. Das ist ja krass. So wie so Lampen, Ja. weißt Ja. du? Aber so Ja. ist es doch manchmal auch, wenn du einem Menschen begegnest, mit dem du eine totale Verbindung spürst, ganz spontan und in die Augen guckst, das ist doch dann wie ein Leuchten, dann ist es doch ein bisschen Ja, ähnlich. dann Man sieht, funkelt's, ja. ja. Ich glaube, das Leuchten, was du dann wahrnimmst, wenn du ihm in die Augen schaust, ist dann eher seine Seele. Ja. Weil die Augen, man sagt ja nicht umsonst, die Augen sind das Tor zur Seele. Genau. Und je tiefer du in die Augen schaust, umso tiefer schaust du in seine Seele. Das heißt, wir sind alle goldene Seelen. Alle goldene Seele, alle Kinder des göttlichen Vaters, alle. Nur die einen sind noch nicht so weit wie die anderen. Das macht aber nichts, Ja. weil die weitergegangen sind, sagen ja, kommt, wir nehmen euch ein Stück mit. Genau. Guck mal, ich werde jetzt auch in diesem Jahr Seminare geben. Und da möchte ich meine Mitmenschen A in den zwischenmenschlichen Energietransfer einführen, damit sie erkennen, wie die Energien zwischen uns Menschen fließen. Und ich werde auch Übungen zur Telepathie, zur Telekinese und so Sachen anbieten, weil ich möchte, je mehr wir in unsere Stärke und in unsere Kraft kommen, umso weniger kann man uns unterdrücken und so besser bauen wir uns unsere Welt wieder auf. Erneuern wir unseren Planeten. Und ich bin ja noch immer jemand,
der wieder dann auch für den Start einer neuen Zeitrechnung plädiert. Dass wir dann wirklich, wenn wir alles erledigt haben, wirklich alles erledigt haben, dass wir dann wirklich einen Cut machen und sagen so, ab jetzt Jahr 1 der neuen Erde. Ja, dass wir dann wirklich eine neue Zeitrechnung starten, weil wenn sich ein Planet von den Nuckelmächten befreit, ein ganzer Planet, dann ist das ein besonderes Ereignis. Und im Grunde noch besonderer, als wenn man nur einen schweren Krieg gegen die Armee geführt hat. Genau. Ja. Und da könnte man auch die ganze falsche Geschichte mal endlich abhaken. Das wäre schön. Ja. Also in dem Sinne ist es schon noch faszinierend. Es ist ein Reset. Es ist wirklich Delete, Complete, Neustart. Mhm. Und die Dunklen drehen ja gerne immer das um, was die Lichtvollen vorhaben, oder? Mhm. Oder unterstellen ihnen genau das Gegenteil von dem, was sie wirklich tun. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg, selbst wenn es draußen gegenteilig ausschaut. Ja? Ja, es sieht wirklich gegenteilig aus. Es ist grausam, leider. Ja. Aber man spürt ja auch, dass immer mehr Menschen in die Kraft kommen. Wer wirklich hinsieht, der sieht, dass sich viel ändert. Viel ändert. Ich habe das sonst früher mal so gerne in den Sendungen gemacht, habe dann mal so aufgeführt, was alles so im letzten Jahr alles passiert ist. Ne? Angefangen von dem Schiffssymbol auf dem Oberarm. Die englische Königin ist nicht mehr Königin. Ja, das Wappen am Buckingham Palace ist weg. Der Papst trägt den Fischerring nicht mehr. Er ist nur noch Bischof von Rom, wenn er überhaupt noch lebt. Er ist nur noch Bischof von Rom. Es ist so viel passiert, was in der Masse völlig untergegangen ist. Das kriegen wir alles gar nicht so in die Reihe gestellt, dass man das so als Bild vor sich hat. Gut, die Masse würde auch sagen, dass das alles nur Gerüchte sind. Wer sagt das? Die Masse. Ich mich interessiert die Masse, was die Masse meint, interessiert mich ehrlich nicht die Bohne. Wenn mich das wirklich interessieren würde, wäre ich nicht der ich heute bin. Dann wäre ich nie an den Punkt gekommen, wo ich heute bin. Mhm. Weil da wäre mir ja die Meinung der anderen wichtiger gewesen als mein Seelenglück. Mhm. Ja. Ja? Und deshalb, wenn die der Meinung sind, sie wollen mich als Verschwörungstheoretiker bezeichnen, sollen sie. Ist mir Schnuppe. Wenn die der Meinung sind, sie wollen mich als spirituellen Spinner bezeichnen, sollen sie. Das ist in deren Köpfen, nicht in meinem. Das ist das Wichtige. Weil das hat Einfluss auf unsere Feinstofflichkeit, solche Gedanken. Weil das sind negative Gedankenkonstrukte und die wirken. Das ist genauso, wenn ihr euch einen Horrorfilm anguckt. Mhm. Wodurch das Negative direkt in euer Innerstes hinein. Das wirkt immer, das zerstört immer. Und wer der Meinung ist, ihm macht das nichts, bei dem ist schon sehr, sehr viel Stress, sehr, sehr viel zerstört, dass er das überhaupt nicht mehr wahrnehmen kann. Ja. Was kann denn jeder einzelne Mensch tun, eigentlich, um seine Stärke, sein Potenzial noch mehr zu entfalten? Als erstes sage ich immer sehr, sehr gerne, lest die Anästhesia-Bücher. Mhm. Da steht schon sehr, sehr viel drin. Und in dem Moment, wo du dich anfängst, mit diesen Thematiken zu befassen und Anästhesias Worte liest, dann fängst du auch an, automatisch darüber nachzudenken. Hat sie jetzt recht gehabt? Ist das wirklich so? Ja? Und dann fängt man auch an, hineinzuspüren. Und ich glaube, das ist schon mal eine sehr, sehr schöne Basis. Und dann kommt natürlich von mir als nächster Beisatz, und wem das nicht reicht, der möge dann bitte noch die Talos von Athos Bücher dazu nehmen. Ja, das ergänzt sich optimal. Mhm. Und weil dann hat man, guck mal, die Innerirdischen, die leben die ganze Zeit vedisch. Da gibt's nur das Vedische. So, und da hätten wir jemanden, der uns auch an die Hand nehmen kann und sagt, komm, wir führen euch mal wieder richtig ins Vedische, wie es wirklich funktioniert. Deshalb war ich so geglückt, als die Christa mit uns im den Jule-Stammtisch gemacht hat, den Online-Stammtisch zum Jule-Fest, und uns beschrieben hat, wie es die innerirdischen Geschwister machen, ne? Mit dem Lichtfest. So, und das haben wir praktiziert. Und für dieses Jahr haben wir uns schon entschieden mit vielen Freunden, wir werden auch gemeinsam das Lichtfest feiern. Und je mehr Menschen dabei sind, umso schöner ist es, weil erst ist der Raum ganz dunkel, dann wird die erste Kerze entzündet, dann die zweite, dritte, vierte, und dann kommt jeder mit seiner Kerze und wieder eine Kerze dazu, wieder eine Kerze dazu. Mit jeder Kerze wird das Licht heller im Raum, heller, heller, heller. Und der 21. Dezember ist ja die Wiederkehr des Lichts. Die Tage werden wieder länger. Mhm. Und das ist so eine schöne Symbolik. Und wenn wir das wieder in Gemeinschaften zusammen zelebrieren, ja, mit vielen Freunden und mit der entsprechenden Energie, mit der entsprechenden Aufmerksamkeit, ich glaube, dann werden wir so viele schöne Zeiten erleben, dass wir das mit den bisherigen Jahren, die wir hier erlebt haben, überhaupt nicht mehr vergleichen können. Gar nicht. Das werden völlig neue Qualitäten. Ich bringe dann den Habla mit.
Für das musst du zuerst rein. Ach so, ja. Vielleicht bringt dann. Ja, vielleicht kommt das Rezept zu uns. Ja, genau. Also auf diese Zeit freuen wir uns alle schon, dass Innererde sich wieder gefahrlos öffnen kann, weil wir mal vernünftig geworden sind. Wie lange denkst du, dauert das jetzt noch, bis sich die ganze Geschichte ein bisschen beruhigt und in den Frieden kommt? Ich meine, weißt du, der Deep State ist ja nicht nur in Amerika. Wenn dort jetzt so viel passiert, dann passiert ja hier das auch alles. Dann könnte es doch relativ schnell gehen. Ja, das kann auch relativ schnell gehen. In dem Moment, wo in den USA das Ruder rumgerissen wird, und das sage ich jetzt bewusst, wo das Ruder rumgerissen wird, dass offiziell wieder die Republik der Vereinigten Staaten von Amerika ausgerufen wird, dass Trump der 19. Präsident ist und so weiter und so fort. Wenn das gelaufen ist, geht es auch hier los. Und in den USA läuft das spätestens Anfang März, bis Mitte März ist das gelaufen. Und dann geht das zeitgleich. Ich bin der festen Überzeugung, zeitgleich. Deutschland ist noch immer ein von den USA besetztes Land. Mhm. Wir haben noch immer die Rammstein Airbase, wir haben noch immer die Schiff-Truppen, die Schiffgesetze sind aktiv. Etliche Gesetze wurden mit den Bundesbereinigungsgesetzen 2006, 2007 und 2010 aufgelöst, indem der Geltungsbereich gelöscht wurde. Und ein Gesetz, was keinen Geltungsbereich mehr hat, ist ungültig. So, und dann wurde in dem Zuge wurde der Bundesregierung verboten, ein für alle Mal jemals wieder Gesetze und Rechtsverordnungen zu erlassen. Das wurde sogar im Bundesgesetzblatt abgedruckt. Es hält sich nur keiner dran. Machen weiter wie bisher. Das haben wir immer so gemacht. Weiter. So, und daher wird es hier in Deutschland dann relativ schnell drastische Wechsel geben. Da werden einige einen Schreck kriegen, keine Frage. Aber es wird kein negativer Schreck, weil wir laufen ja nicht in eine Diktatur. Wir sind ja in einer Diktatur. Genau. Aber diese Diktatur muss es ja zulassen, dass das Ganze an die Masse dann über die Mainstream-Medien quasi rausgeht. Siehst du das realistisch? Ja, sicher. Wer hat denn hier das Sagen in diesem Land? Der Alliierte Kontrollrat hat in Deutschland das Sagen, nicht die Regierung. Der Alliierte Kontrollrat steht über der Regierung. Die BRD-Regierung ist nur eine eingesetzte Verwaltung vom Alliierten Kontrollrat. Und der Vorsitzende des Alliierten Kontrollrats ist Wladimir Putin. Ja, also die kommen hier. Aber wieso geschieht denn nichts da draußen mit den Polizisten, die alten Damen niederknüppeln und weiß Gott was? Da trennt sich die Spreu vom Weizen, Bruno. Die Spreu vom Weizen, die dunklen Gestalten offenbaren sich in dieser Zeit. Und das ist so wichtig, da hinzugucken. Deshalb war es auch so wichtig, dass dieses Amtsenthebungsverfahren gelaufen ist. Deshalb war es so wichtig, dass bei dieser Stimmenauszählung der Pence eben gute Miene zum bösen Spiel gemacht hat. Ja, weil dadurch konnte Trump sehen, wer wirklich zu ihm steht und wer nicht. So, das ist wichtig auszusortieren. Genau das Gleiche gilt hier für die Polizei. Es sind unwahrscheinlich viele hochsensible Polizisten unter unseren Polizisten hier in Deutschland. So, warum? Weil sie dieses Feingefühl haben für Gerechtigkeit, ja, und so Sachen. Die leiden darüber. Meine Schwester hat da etliche Freunde, ich auch, bei den Polizisten und die leiden wirklich. Dann sag ihnen doch, sie könnten sich gerne, wir haben schon so viele Aufrufe gemacht, mal bei uns für ein Interview. Mhm. Wir können das Gesicht unkenntlich machen, die Stimme verfremden, alles. Wir sind ja interessiert, auch das den Menschen zu zeigen, dass es das gibt. Mhm. Aber bis jetzt ist noch keiner gekommen. Mhm. Ja, Bruno, die haben alle Angst um ihren Job. Weil, ja, wir können alle Spuren verwischen. Bruno, ich weiß, aber trotz alledem, wenn du da stehst und du hast diese Erfahrung gemacht, guck dir doch mal an, was in Deutschland mit den Polizisten passiert. Es war in Dortmund, ist ein Polizist auf die Bühne gegangen bei einer Demonstration und wurde danach strafversetzt. Zack, boom, weg. So, der hat dann mehr oder weniger den Dienst quittiert. Also es wird intensivst dagegen gearbeitet und die haben totale Angst. Das kann ich verstehen. Deshalb nutzen sie auch dieses Remonstrationsrecht nicht, was sie haben, ja, und machen da noch weiter mit. Weil die einen haben sich ein Haus gekauft, haben Kinder in der Schule und so Sachen, die sind auf ihr Einkommen angewiesen. In dem Moment, wo auch die Nisara bekommen, und mehr oder weniger sicher sind. Ich bin mir absolut sicher, dass dann kommen ganz viele raus.
und sagen, hier, jetzt geht's nicht mehr. Aber momentan haben sie einfach Angst und ich kann das voll und ganz verstehen. Mhm. Es sind nicht alle so weit gegangen, dass sie da wirklich angstfrei durch die Welt gehen und sagen, mhm, was kann ich denn nehmen? Meine Inkarnation, ja, und dann komme ich in 50 Jahren wieder. Bin ich wieder da. Klasse. So, neues Leben, neues Spiel und weiter geht's. Ja, Bewusstsein arbeiten. So, aber an dem Punkt, an dem Bewusstseinspunkt sind viele noch nicht. Mhm. Und daher brauchen wir da dieses Verständnis dafür, dass wir diese Kindergartenerwachsenen haben und die echten Erwachsenen, die auch an ihrem Bewusstsein gearbeitet haben, die die Welt mit anderen Augen sehen. So, und die kommen, da bin ich mir sicher. Aber die haben einfach noch Angst und ich kann diese Angst verstehen. Ich kann die Angst verstehen, weil für die ist das mit Nesara noch alles gar nicht sichtbar. Noch gar nicht sichtbar. Mhm. Überleg mal, wie viel dagegen gehetzt wird, dagegen geredet wird. Ja, wie werden gerade wir QAnons momentan durch den Kakao gezogen? Das stimmt ja gar nicht. Guck doch mal, alles nur blödes Schauspiel. Nee, das ist die größte Sting-Operation, die größte Geheimoperation der Menschheitsgeschichte. Und die funktioniert wenigstens mal. Ohne dass ständig irgendwo was rauskommt und guck mal, hier ist schon wieder was aufgedeckt worden und da, ja, das passiert momentan nicht. Alles läuft im Geheimen und das ist auch gut so. Ja, die sollen noch ihre Möglichkeit bekommen, wach zu werden und dann werden sie wach und dann ist es auch an der Zeit, dass wir dann wirklich Entscheidungen treffen. Wie wollen wir leben? Wollen wir so leben? Wollen wir so leben? Beim Geldsystem, das kriegen wir aufoktroyiert, das steht völlig außer Zweifel. Aber bei allen anderen Sachen haben wir Mitspracherecht. Wir sind die deutschen Völker. Oder ihr seid die Schweizer. Ihr seid die Eidgenossen. Oder die Österreicher. Jedes Volk sollte für sich entscheiden, wie es leben will, wie die Kinder, wie den Kindern Wissen beigebracht wird. Ja, das sollte jeder für sich selbst entscheiden. Jedes Volk für sich. So, man muss nicht ein Kladderadatsch aufs ganze Land machen. Man kann ruhig mehrere Sachen ausprobieren und einfach mal da das laufen lassen und da lassen wir das laufen. Die Kinder machen Schittin in Schule, die anderen machen wieder eine andere Variante. Ausprobieren und was am besten funktioniert, das wird sich durchsetzen. Das ist das, was wir heute als in der Marktwirtschaft kennen. Ne? Ein Produkt, was nicht gekauft wird, verschwindet. Es ist weg. Die Firma geht pleite und warten. Wie kannst du die Menschen beruhigen, die sich fürchten vor einer Apokalypse oder wenn sie sterben vor einer Hölle? Es gibt keine Hölle. Wir erleben doch gerade hier die Hölle. Wir sind doch schon in der Hölle. Ich kann nur jeden dazu einladen, mal intensiver zu recherchieren zum Thema Reinkarnation. Es gibt so viele Menschen, die sich daran erinnern konnten, wie sie gestorben sind und was danach kam und so weiter. Die Nahtoderfahrungen, ja. Das ist nicht so, klack, wir sind jetzt tot und pop, alles aus und schwarz und das war's. Nein, die Menschen gehen weiter. Ich habe das mal erzählt, mein Vater hat vor anderthalb Jahren seine Inkarnation beendet. So, und während der Trauerfeier wäre mein Arm 2 Meter lang gewesen, hätte ich so in seiner Seelenenergie kraulen können. So deutlich konnte ich ihn spüren, dass er anwesend war auf seiner Trauerfeier. Und bei diesen Erfahrungen, bei diesen Erlebnissen, da braucht man keine Angst vorm Tod zu haben, überhaupt nicht. Gar nicht, weil das ist im Grunde ein Nachhausekommen. Ja, weil wir lassen den Körper wieder hinter uns und lassen ihn zurück, gehen wieder in die geistige Welt und bereiten uns auf die nächste Inkarnation vor, um dann weiter an unserem Bewusstsein zu arbeiten, um irgendwann, das ist jetzt wieder meine Sichtweise, die vedische Sichtweise, um irgendwann die Position oder die Stufe eines Gottes zu erreichen, Götter zu werden. So, und dann nur noch schöpferisch zu handeln, mit unserem göttlichen Vater, Planeten zu beleben und so Sachen. Das war schön. Ja. Ja. Genau. Bevor Sie gehen, sollen Sie mein Buch Tod lebendig lesen. Ja, das ist auch cool, ja. 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 Ja, ist interessant. Mein Vater ist auch etwa jetzt vor ein Viertel oder Jahr gestorben. Ja, so eineinhalb Jahre auch, eigentlich. Ja, mhm. Und das war auch wirklich, wie du sagst, voll krass spürbar. Bei uns war ein Vogel und die Sonne, also es war ein düsterer Tag, regnerisch und dann plötzlich, als sie das Gebet gemacht haben am Grab, oder? Sarg runterlassen, dann fängt die Sonne an durchzudrücken, strahlt genau zum Sarg runter und ein Vogel kreist und schreit. Und dreht seine paar Runden und verschwindet. Und vorher war da nichts und nachher auch nicht. Ja,
So, und ich brauche euch jetzt nicht zu erklären, was das alles bedeutet mit der Sonne und so weiter. Ne? Das ist euch schon klar. Es gibt keine Zufälle. Gibt es nicht. Was empfiehlst du eigentlich bezüglich dem Sterben? Erd- oder Feuerbestattung? Weil wir haben gehört, dass Anastasia zum Beispiel meint, Erdbestattung sei ganz schlecht. Und wie siehst du das? Liebe Alin, erzähl uns doch etwas über den Bewusstseinsflug. Der Bewusstseinsflug, das ist unser neuestes Projekt, das wir vor ein paar Wochen gestartet haben. Das ist eine riesen Plattform rund ums Thema Bewusstseinsforschung und Spiritualität, wo du tolle Beiträge findest, sowohl in Schriftform wie auch im Videoformat. Zum Beispiel haben wir Rubriken wie Live on Stage, wo du uns in voller Action erleben kannst. Wir haben aber auch Rubriken wie die Texte, Teachings. Die Teachings, genau. Ja, da hast du Texte ohne Ende zum Studieren. Dann gibt es noch andere Möglichkeiten, nämlich die Insights, ein heißer Tipp von mir. In Insights, da beantwortet Bruno bzw. forscht Bruno in seinen Büchern, erläutert Textpassagen und geht tiefer. Und liest zwischen den Zeilen. Liest zwischen den Zeilen, ja. Das geht nämlich auch. Genau. Und weil wir wirklich das Gefühl haben, dass es dir genauso geht wie uns, dass du nämlich das Gefühl hast, hier auf der Erde einen Auftrag zu erfüllen oder erfüllen zu wollen. Wenn wir dich unterstützen dürfen, dann herzlich gerne. In unserem Vlog fehlt aber auch der Humor nicht, oder? Nein, und wir haben nämlich auch noch den Bereich Q&A in unserem Vlog, wo wir deine spezifischen Fragen beantworten in einem Video. Wow, das ist ja schon unglaublich viel, aber das ist noch lange nicht alles. Wir zeigen dir nämlich in der Rubrik Diverses auch ein paar Videos, die wir nicht so veröffentlichen, weil sie uns peinlich sind, oder? Ja. Aber dir muten wir es zu. Weißt du, so Videos, wenn die Aline mich überrascht oder wenn ich sie überrasche, entweder beim Kochen oder beim Staubsaugen oder was auch immer wir gerade machen, du kannst dann bei uns reinschauen und meistens haben wir auch gleichzeitig einen ziemlich guten Tipp für dich dabei. Du bist also sozusagen Backstage mit dabei. Live dabei bei uns die Hai, wie wir in der Schweiz sagen. Also, wenn du das Gefühl hast, du könntest bei uns ein bisschen was profitieren, fühl dich frei und komm zu uns in den Bewusstseinsvlog unter www.bewusstsein-vlog.com. Und schon sehen wir uns wieder. Wir freuen uns auf dich. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss. Weil wir haben gehört, dass Anastasia zum Beispiel meint, Erdbestattung sei ganz schlecht. Und wie siehst du das? Auch Feuerbestattung. In dem Moment, es steht in den slawisch-arischen Veden, hat uns Gott, Perun, hat uns gesagt, vergiftet Mutter Erde nicht mit euren toten Körpern. Und in dem Moment, wo unsere Körper dem Feuer übergeben werden, hat die Seele die Möglichkeit, sich viel schneller von ihm zu trennen, um wieder viel schneller zu inkarnieren, was sonst nicht möglich ist. Da muss sie erst warten, bis der Körper bis zu einem bestimmten Punkt zerfallen ist. Und je nachdem, wie lange, was das für Bodenbeschaffenheiten sind in dem Grab, kann das Jahrzehnte dauern. Ja? Mhm. So, und wenn der Körper durchs Feuer gegangen ist, also eingeäschert wurde, geht das viel, viel schneller. Das haben wir bei meinem Vater gemacht, das will meine Mutter, meine Schwester und auch ich. Wir sind alle der festen Überzeugung, wir haben das schon vorher alles geregelt, wir wollen definitiv eingeäschert werden, um dann auch. Es gibt aber auch Berichte, die sagen, wenn man sich noch nicht ganz vom Körper gelöst hat und dann ins Krematorium kommt, das braucht ja auch ein paar Stunden, bis der Körper eingeäschert ist, dass man dann unglaubliche Qualen leidet. Dazu kann ich nichts sagen. Das weiß ich nicht. Also es war bei uns, unsere frühere vedische Tradition war, dass unsere Körper alle verbrannt wurden. Das war auch noch lange bei den Wikingern so, ja, dass die verbrannt wurden und nicht in irgendwelche Gräber gelegt wurden, die man dann heute finden kann. Gut, in Russland gibt es ja die Dolmen noch. Genau, ja. So, das hat ja aber wieder eine andere Qualität mit den Dolmen, ne? Das war ja... das hat ja eher einen spirituellen Hintergrund, dass die weisen Menschen in diese Dolmen gegangen sind, haben sich einschließen lassen, um dann in diesen Meditationszustand zu gehen. Samadhi ist nichts anderes als dieser Samadhi-Zustand. Das ist eine
wie soll ich sagen, der Geist ist noch komplett da, auch wenn der Körper irgendwann zerfällt, der Geist ist noch komplett da und die Wesenheit kann anderen Menschen dann Weisheiten weitergeben. Das wissen wir aus den Anastasia-Büchern von Anastasias Urmutter, wo Wladimir sie besucht hat am Dolmen. Und sie war halt jemand, der den schwangeren Frauen das Wissen um das richtige Stillen des Säuglings mitgegeben hat. Ja. Und das sind ja schon wieder andere Qualitäten. Das würde ich jetzt nicht als eine normale Bestattung bezeichnen, weil das ist was Herausragendes aus meiner Sicht. Mhm. Ja. Und die normalen Bestattungen, da findest du ja erst ab einem bestimmten Punkt, findest du ja überhaupt eingebuddelte Skelette, eingegrabene Menschen, Leichen. Vorher gab es das ja gar nicht, weil sie alle verbrannt wurden, sind alle durchs Feuer gegangen. Mhm. Ja. Und das ist. Wie ist das denn, wenn jemand selber in den Bergen, in der Natur einfach stirbt und man findet ihn nicht, dann ist er ja quasi auch auf der Erde? Mhm. Ja, dann ist er dann noch eine Zeit lang in den Bergen. Okay. Ist auch ein bisschen dort. Spannend, und, ja. Was soll ich dazu sagen? Es gibt immer wieder Einzelfälle, Situationen, bestimmte Einzelfälle. Ich kann es dir nicht sagen, von meiner letzten Inkarnation zu dieser Inkarnation liegen 50 Jahre. Ja, und was davor war, kriege ich noch gar nicht alles zusammen, ist aber auch nicht wichtig in dem Fall, weil wir kriegen die Infos über Inkarnation nur, wenn wir dieses Wissen auch in dieser Inkarnation brauchen können, ja, wirklich nutzen können. Dann kommen wir an dieses Wissen dran. Das liegt ja alles in unserem Kausalfeld abgespeichert und in dem Moment, wo wir es brauchen könnten, können wir auch drankommen. Mhm. So, und dann hat man auch Zugriff auf bestimmtes Wissen und kann es nutzen. Und das sind ja wichtige Sachen, wenn man weiß, dass man schon gelebt hat. Mhm. Vom Tod keine Angst, vom Sterben vielleicht. Mhm. Weil das kann schmerzhaft sein über einen gewissen Zeitraum. Ja. Aber vom Tod nicht. Weil in dem Moment hast du den Körper hinter dir gelassen und die Schmerzen sind, wenn Schmerzen waren, weg. Ja, so, und deshalb. Aber da muss jeder seinen eigenen Weg gehen, seine eigenen Erkenntnisse gewinnen und selbst dran arbeiten. Es gibt genügend Möglichkeiten, genügend wirklich sehr intelligente und nicht feinfühlige und wissende Menschen zum Thema Reinkarnation und so weiter. Da kann man Informationen bekommen und da kann man sich reinarbeiten und auch entsprechend mal vielleicht mal hineinmeditieren, ja? Dass man sich hinsetzt, einfach mal runterfährt und mal guckt, was kriege ich für Infos zu bestimmten Themen? Das funktioniert eigentlich bei jedem echten Menschen. Ja, ich hänge das immer dran. Ich weiß, dass auch einige nicht echte Menschen manchmal sind. Ja. Aber ich sage immer, es wird jeder mitgenommen, der mit will und keine Straftaten begangen hat. Das ist mir so wichtig, weil ich mag es nicht, dass man sagt, der ist jetzt und der ist nicht. Ja, sondern wer will, der darf. Und wer nicht kann, weil er Mist gemacht hat, der hat es halt verspielt. Ne? Ja. Und denkst du, es gäbe auch zum Beispiel einen Bioroboter oder irgendwelche Klone, die wollen, die mitwollen, aber dann nicht können? Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, Bruno. Echt nicht, weil ein Bioroboter heißt ja Bioroboter, weil er wie ein Roboter funktioniert. Ja? Er hat nur Scheuklappen und nur sein Ding, seine Linie, die zieht er durch, volles Fund. Mhm. So, es gibt aber auch genügend Menschen, die so schwer degeneriert sind, die einen göttlichen Funk haben, die aber so schwer degeneriert sind, dass sie nur noch wie Bioroboter funktionieren und von ihrem göttlichen Funk nichts mehr spürbar ist. So, sind aber trotzdem echte Menschen. Ich kann es dir nicht sagen, was mit denen ist. Wenn sie mitwollen, werden sie die Augen aufmachen müssen. Müssen sie in den Bewusstseinswandel hinein. Ohne kommt keiner in die Zukunft. Geht nicht, weil wir gehen in die fünfte Dimension. Und wer nicht irgendwann in der Lage ist, wieder in der fünften Dimension zu inkarnieren, wird auf der Erde nicht mehr inkarnieren können. Innerirdisch lebt die fünfte Dimension, außerirdisch, oberirdisch wird fünfte Dimension. Aber gut gesagt, außerirdisch. Wir sind die Außerirdischen eigentlich. Ja. Im Grunde ist es so. Ja, klar. Im Grunde ist es so. Wir kamen alle von den Sternen. Ja, also ich hatte es vorhin schon mal angesprochen mit der weißen Rasa. Alle vier Stämme kommen von unterschiedlichen Sternensystemen. Ja, aus unterschiedlichen Sternbildern. Und das steht alles in den slawisch-arischen Veden. Von der weißen Rasa. Ich kann euch nicht sagen, woher die Arinik kommen. Ich kann euch auch nicht sagen, woher
wie heißt die Stämme der Feuerschlange kommen. Das sind die, die wir heute als Indianer bezeichnen, als die amerikanischen Ureinwohner. Mhm. So, die Schwarzafrikaner, die werden, das ist die Stämme der schwarzen Nacht, heißt das, glaube ich. Heißen die, glaube ich. Also die haben schon farblich gesehen, haben die da schon immer noch einen kleinen Beititel dabei. Ich kann euch nicht sagen, wo die herkommen. Ich weiß aber, dass alle früher, und da brauchen wir, glaube ich, nur 10.000 Jahre zurückgehen, dass alle auf unserem Planeten vedisch gelebt haben. Alle. Mhm. Ja, ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil Erhard Landmann, Sprachforscher, hat das Buch geschrieben, Die Weltbilderschütterung. Und er hat auf den Osterinseln, also Rapa Nui, auf der Osterinsel, hat er ein Wort entdeckt für heilig, Wei. Ja, und dann denk mal an unsere heilige Nacht, an die Nacht. Ja. Da finden wir immer wieder noch ein paar Bruchstücke, die man sozusagen zusammenführen könnte. Also hat man auf dem ganzen Planeten früher, Erhard Landmann sagt, nannte sie theotisch, die göttliche Sprache, Althochdeutsch gesprochen. Mhm. Und ich meine, wer sagte das? Letztens ein Freund von mir. In einer halben Galaxie kommt man mit Althochdeutsch klar. Ja, das ist gut. Da haben wir gute Chancen. Sehr schön. Wir brauchen keine Übersetzer. Ja, Moment. Jetzt ist doch noch ein kleiner sprachlicher Unterschied zwischen unserem normalen Hochdeutsch und dem Althochdeutsch. Mhm. Da ist noch ein kleiner Unterschied. Wenn die aber mit dem Althochdeutsch langsam sprechen, kriegen können wir das verstehen. Das ist ein Ja, und man kann ja Sprache auch fühlen. Fühlen oder lernen. Also wenn du telepathisch verbunden bist, kannst du ja auch Fremdsprachen verstehen, ohne sie zu verstehen. Mhm. Oder? Das ist ähnlich wie wenn man verliebt ist. Man versteht sich ohne Worte. Mhm. Genau, das ist es. Das ist die telepathische Verbindung. Ja, ja, wenn wir schon bei der Liebe sind, was war denn deine bisher schönste Neuigkeit, die du verbreiten durftest? Meine schönste Neuigkeit, die ich verbreiten durfte, die ist noch nicht gekommen. Die kommt. Oh, okay. Die kommt noch, Aline. Wenn ich wirklich in meinen Sendungen sagen kann, so, die BRD ist abgeschaltet, Schiff hat übernommen, das ist für mich eine der schönsten Meldungen, eine der schönsten Neuigkeiten, die ich rausgeben kann. Weil in dem Moment, wo die BRD abgeschaltet wird, werden auch die ganzen BRD-Gesetze abgeschaltet. Mhm. Die ganze BRD-Rechtsprechung weg. Und das ist das, was uns hier die ganze Zeit in unserem Land unterdrückt, die Rechtsprechung. Ja. Hoffen wir, dass es bald soweit sein wird. Ne? Ja, das wird es dieses Jahr auf jeden Fall. Dann bin ich absolut sicher. Also ich bin gespannt, ob die Menschen sich so schnell jetzt weiterentwickeln können, um dafür bereit zu sein, dass es möglich ist. Das glaube ich schon. Aber ich habe wirklich meine Zweifel, wenn ich rausgucke, wie die mit 2-3 Masken mittlerweile rumlaufen. Da muss noch irgendwas Großes muss da noch passieren. Kannst du dir irgend sowas vorstellen? Ja, jeder Zweite wird hinweggenommen. Das war das Erste, was bei mir hochkam, als du das gerade gesagt hast. Ja. Jeder Zweite wird hinweggenommen. Ja. Alin sagt immer, dass unser Leid das Leid ist, zu sehen, wie die anderen sterben. Genau, das ist oder das. Oder leiden. Ja. Leiden. Ich habe das Gefühl, dass das unsere Apokalypse sein wird. Ja, aber daran wachsen wir doch, oder nicht? Weil, wie heißt dieser blöde Spruch, alles, was uns nicht tötet, macht uns im Grunde nur schwer. So, und daran werden wir wachsen, dass wir das so miterleben müssen und mitertragen müssen. So, und ich erlebe das ja auch bei mir in meiner Familie. Und das ist wirklich nicht leicht. Ja. Wenn du erlebst, wie bekloppt hinter den Impfterminen her sind. Ja? Und ich genau weiß, nicht machen, nicht impfen. Aber nein, Angst, die wollen unbedingt geimpft werden. Ja, was soll ich da machen? Da kann ich mich nur mehr oder weniger von dem Familienmitglied verabschieden, geistig schon mal verabschieden und sagen, ich wünsche, dass du es überstehst, überlebst, wie auch immer, dass dein Körper damit klarkommt. Mhm. Obwohl das sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Das ist schwierig, ja. Schwierig, aber sicher auch möglich in Einzelfällen. Ja. Mhm. Wie geht es eigentlich deiner Mutter? Du pflegst ja deine Mutter. Du, das ist immer so eine Tagesformsache. Sie hatte jetzt 3 Tage, da war es anstrengend, sehr anstrengend. Dann gibt es aber auch wieder Wochen, da läuft es 1A, da fließt es und dann ist es ganz gut. Wir haben sämtliche alternativen Möglichkeiten zur Alzheimer-Demenz haben wir genutzt. Ich war mit ihr in Valencia bei Dr. Ulrich Wert. Sie hat eben die Nadel im Ohr. Ja. Hat gewirkt, keine Frage, aber nicht so, wie wir es uns erhofft haben. Ja. Und so ist es von Tag zu Tag verschieden. Da gibt es Tage, da ist es, ja, super Mama, hast du super gemacht.
Und dann denke ich mir, oh Mutter, ich habe es dir vor 5 Minuten gesagt. Und muss ich dir in 5 Minuten nochmal sagen und nochmal sagen? Und das ist das, wo richtig Energie flöten geht. Mhm. Die kann ich dann auch nicht halten, weil das ist ein. Das viele. Ja, es ist ja nicht irgendwer. Es ist, ja, das ist immer der kleine feine Unterschied, wenn ich erlebe, wie die Mitarbeiter des Pflegedienstes mit dir umgehen. Da ist die emotionale Bindung gar nicht da. Ja. Und wie wir Kinder halt mit dir umgehen, da ist die emotionale Bindung da. Ist sie denn in einem Heim, oder? Nein, nein, sie ist zu Hause und ich pendel immer hin und her. Mhm. Oder ich nehme sie morgen vormittags, ist sie hier bei mir, oder wir haben einen Platz für sie bekommen in der Tagespflege. Da geht sie 3-mal die Woche hin, da sind speziell geschulte Fachleute, die sie da betreuen. Und ich glaube, 90% der Patienten, die da sind, sind alles Demenzpatienten. Und wir haben schon, haben sich hier die entsprechenden Wege haben sich geöffnet und die Möglichkeiten angeboten und wir haben zugegriffen und machen es. Mhm. Das erleichtert mich, ganz klar, weil ich habe ja auch noch eine Aufgabe, ich habe ja auch noch eine Berufung. Und da ist es wichtig, dass ich auch da agieren darf. Na klar, alleine schafft man das, glaube ich, nicht. Ist auch nicht so gedacht, glaube ich. Ja. Jetzt haben wir gehört, dir ging es auch nicht immer so gut. Du hattest mal eine kurze Krise. Ich weiß nicht, war das ein Schlaganfall oder irgendwas, was man munkelt? Wann war das? Muss man nicht munkeln, war am 1. April 2015. Hat dich das auf den Weg gebracht auch ein bisschen oder Nein. etwas beschleunigt? Es hat einiges geändert bei mir, deutlich geändert. Deutlich geändert. Beschleunigt? Nee, geändert. Beschleunigt würde ich nicht sagen, es hat deutlich geändert, weil kurze Zeit später kam es dann zu meiner, relativ kurze Zeit später kam es dann zur Trennung von meiner damaligen Partnerin. Und dann merkte ich auf einmal, wie mein Bewusstseinsniveau wieder anstieg. Ja, weil wenn du zwei Menschen hast, die auf einem unterschiedlichen Bewusstseinsniveau sind und jetzt kommt die Partnerin mit einem niedrigen und der Mann hat ein höheres, dann kannst du sie hochziehen, das ist keine Frage. Aber das Hochziehen ist wesentlich geringer als das Runterkommen. So, und ich habe dann nicht gemerkt, wie ich immer mehr absackte in meinem Bewusstsein. Und nach der Trennung ging es dann wieder zurück. Wobei ich ganz klar sagen kann, bei mir ging es nicht bis in die alte Ebene, sondern es ging dann auch direkt weiter. Und bei ihr konnte ich nur spüren, dass auch sie wieder in ihrer alten Bewusstseinsebene war. Also jeder dort, wo er hingehört. Genau, das ist es. So, das ist dann so. Und das, wie gesagt, ich bewerte das nicht. Habe aber diese Erfahrung gemacht, weil danach ist vieles sehr, sehr anders. Wirklich anders. Die ganze Wahrnehmung ist anders. Aber nicht schlechter, sondern einfach anders. Deshalb bewerte ich das auch gar nicht, weil viele Sachen habe ich erst danach wirklich so angepackt, wie ich es hätte vielleicht schon vorher anpacken sollen, mit dem Thema Gesundheit, Heilung und so weiter. Ich war ja schon vorher da drin unterwegs, aber nie so intensiv. Jetzt habe ich das nochmal deutlicher intensiviert, weil es so wichtig ist. Weißt du, wenn du weißt, du hast nur eine Gesundheit und wenn die weg ist, ist sie weg. Ja? Noch haben wir keine Medbetten, wo du dich mal eben reinlegen kannst. Die kommen. Wann, wissen wir auch noch nicht. Ob es ein Jahr dauert, ob es 2 Jahre dauert, dann achtet man schon mehr auf seine Gesundheit. Ja, bis jetzt war es ein Segen eigentlich, dass wir sie nicht hatten. Da haben wir wenigstens lernen können. Und wenn das nicht mehr nötig ist, dann kann es ja kommen. Ja, also dass du nicht mehr nötig ist. Gab schon immer schwere Unfälle. Und da kann man mit diesen Medbetten sehr viel heilen. Es gab schon immer, wie soll ich sagen, wir wissen heute bei Krebs und anderen schweren Krankheiten, dass da auch die inneren Konflikte die Ursache sind für diese sinnvollen biologischen Sonderprogramme, die dann loslaufen. Und da kann man mit Sicherheit auch was machen. Nur würde ich mich dann fragen, wenn wir beim Medbett den Körper heilen, wie ist das mit dem inneren Konflikt? Wird er auch mitgeheilt? Weil der steckt ja mehr oder weniger in der Wesenheit, im geistigen Feld. Ja, aber dafür gibt es ja ein anderes Medbett, speziell genau für das. Ja, du, dann super, klasse. Das ist ja super, auf allen Ebenen dann. Ja, weil das wollen sie ja mit den Kindern machen aus den Tunnels und Ach so. Ja. Weil der Körper heilen ist mal das eine, das ist das eine, aber die Seele zu heilen ist das Gravierende dort, weil sonst trägst du es ja mit in die nächste Inkarnation. Das manifestiert sich ja dann auch sofort. Und die sagen, man kann die nicht verarbeiten, man kann nicht leben damit, die sind zu grausam.
Und ich bin wirklich dankbar. Ich hätte auch gerne ein Medbett für mich, aber wenn ich verzichten kann, damit den Kindern geholfen wird, jederzeit. Die Kinder werden ja von anderen geheilt. Ich sage es jetzt mal ganz bewusst, stelle das jetzt mal einfach nur so in den Raum, die werden von anderen geheilt, in speziellen riesengroßen Raumschiffen. Und deshalb werden wir schon die Medbetten für uns hier auf dem Planeten auch für uns haben. Aber ich bin jemand, der sagt, ist das denn überhaupt gut, dass wir von allen möglichen Krankheiten sofort geheilt werden können? Mhm. Oder spielt dann nicht auch in gewisser Weise mal das Karma mit hinein? Dass die Seele sagt, oh, jetzt wird's Zeit, ich möchte jetzt gehen. Ja, viele von uns haben ja das Problem, wenn man sagt, du hast eine Berufung. Ja, das ist dein Seelenweg. Deine Seele ist traurig, weil du das nicht willst. Fangen sie an, das abzuspalten, nach dem Motto, die Seele ist da und ich bin hier. Mhm. Die Seele bestimmt über mich. Mhm. Und dann sage ich immer, nee, die Seele ist Teil von dir. Ja, Teil deines Ichs. Ja, aber du bist nicht ganz deine Seele. Ja, weil dann wärst du ja nur der göttliche Funke. Sondern wir erarbeiten uns ja auch eine Seelenpersönlichkeit, um es mal so auszudrücken, die rumherum um die Seele entsteht. Durch unsere Erfahrungen, Inkarnationen, unser Wissen, alles, was wir so aufnehmen mit den Jahren, mit den Jahrzehnten, mit den Inkarnationen. Überzeugungen, Glaubensmuster. Genau. Das baut sich ja alles um uns herum auf. Und das ist ja das, was uns ausmacht. Die Wesenheit, nicht der Körper. Ja, die Wesenheit ist ja das, was das Ich beinhaltet, das Wissen beinhaltet, die Sichtweise beinhaltet. Und da denke ich mir manchmal, sind die Medbetten dann überhaupt so wichtig und so richtig? Und andererseits denke ich mir, ja. Weil wenn wir wieder in gesunden Körpern sind, dann können wir auch wieder ganz anders vorwärts gehen und können auch aus unserer Gesellschaft eine Gemeinschaft machen, ja, aus diesem Ellenbogen-Gesellschaft eine Gemeinschaft gemeinsam erschaffen. Und dann haben wir nochmal ganz andere Potenziale. Ja, und manchmal hilft es ja auch einfach mal zu entspannen, um dann wieder den nächsten Schritt zu gehen, auf der Körperebene meine ich jetzt, dann wirklich weiterzugehen. Also vermutlich werden auch diese Medbetten nur eine Übergangsphase sein, weil wenn wir geistig wieder gesund sind, in unserer ganzen Kraft, wenn wir wieder die Riesen sind, für die du uns ja hältst. Von denen ich weiß. Michael weiß. Dann heilen wir uns alle selbst. Ja, klar. Und sicher. Gegenseitig. Das ist dann auch wieder nur eine Übergangsphase, weil wer erkennt, wie die wirklich schweren Krankheiten entstehen, die so viele Menschen dahin raffen, zur aktuellen Zeit noch, der weiß, dass ganz, ganz viel im zwischenmenschlichen Bereich entsteht, wenn man im Hamsterrad steckt, bei der Arbeit. Ich bin auch Industriekaufmann, ich habe erlebt, was in Büros teilweise passiert, was dahinterrücks intrigiert wird und da entstehen die Konflikte. Und wenn das wegfällt, dann fallen ganz, ganz viele Krankheiten weg, weil das Hamsterrad ist weg. Das Konfliktpotenzial löst sich auf. Und dann brauchen wir viel, viel weniger Heilung, viel, viel weniger Medikamente. Und dann haben wir die Medbetten. Das ist dann natürlich optimal. Vor allem nach 10 bis 20 Minuten Tiefschlaf wieder rauszukommen und top gesund zu sein. Das will man noch mehr, ne? Ja. Genial. Mhm. Ich bin gespannt. Ja, es kommt schon langsam zum Ende. Wenn wir noch gerne wissen, gibt es noch zukünftige Projekte oder Pläne, von denen wir noch nichts wissen? Ich habe so ziemlich immer alles in meiner Sendung mitgeteilt. Es ist jetzt eine eigene Videoplattform im Aufbau, Engelsburg TV. Es wird dieses Jahr Konkurrenz! Nein. Genau. Mitstreiter. Wir arbeiten auch alle zusammen, oder nicht? Ja, ich sage es ja auch nur, damit sie es langsam merken da draußen. Ja, dass es ums Miteinander geht. Das ist jetzt eine Sache, also Engelsburg TV, das läuft jetzt, diese Seminare werden kommen, das werden weitestgehend spirituelle Seminare werden, wo ich auch halt meine Mitmenschen in die Mitte bringen möchte, in ihre natürlichen Kräfte, in ihre natürlichen Fähigkeiten. So, und das ist das, was jetzt erstmal ansteht und alles andere wird sich dann zeigen. Das heißt, wir bleiben auf jeden Fall am Ball. Ja. Und wenn wir dürfen, hacken wir früher oder später mal wieder nach, was es so Neues gibt und wo wir stehen, weltweit gesehen. Wenn es aktuelle, wie soll ich sagen, Veränderungen, Großveränderungen gibt, dann denken jetzt alle unsere Zuschauer an dich. Du hast es gesagt, ein, zwei Jahre wird sehr viel passieren. Darauf vertrauen wir eigentlich auch.
und geben einfach noch alles jetzt so in der Endzeit, sage ich jetzt mal, vom Übergang. Das ist ja auch der Start. Und ich finde es wirklich schön, wie du das machst, auf deine Art, die Menschen so zu ermutigen, am Ball zu bleiben, nicht aufzugeben und vor allem an sich zu glauben. Mhm. Dafür schon mal herzlichen Dank. Aber wie du ja weißt, geht es bei uns am Schluss nicht einfach so, tschüss und auf Wiedersehen, man hört sich, sondern wir haben noch ein paar Satzanfänge, die du ganz spontan vervollständigen könntest, wenn du willst. Mhm. Bist du bereit? Sehr gerne, ich bin bereit. Okay, der erste lautet: Die Welt braucht Liebe und Fürsorge. Sicherheit ist eine Illusion. Vertrauen bedeutet alles. Die Menschen sind liebevoll und gut. Das Leben ist ein wahrhaftiges Geschenk. Ich bin Mensch. Ich wünschte, ich könnte allwissend sein. Ich würde niemals gegen meinen Seelenweg verstoßen, gegen meinen Seelenweg laufen. Für die Zukunft wünsche ich mir viel Glück, Freiheit und dass alle Menschen in Frieden leben. Liebe ist alles. Und wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, eine Botschaft an die ganze Menschheit zu richten, welche wäre das? Das ist die Botschaft, die ich eigentlich in jeder Sendung an die Menschheit richte. Ihr seid Riesen. Ihr habt gigantische Fähigkeiten und es ist jetzt an der Zeit, diese zu reaktivieren, um unserem göttlichen Vater wieder würdige Kinder zu werden, die diesen Planeten mit Licht und Liebe in eine friedliche und harmonische Zukunft führen. Wir können das. Dann gibt es nichts hinzuzufügen. Nein. Das lassen wir so. Lieber Martin, vielen Dank für das tolle Gespräch und vor allem, dass wir es zweimal führen durften, aufgrund eines technischen Fehlers von mir. Es ist wirklich sehr schön gewesen und wir werden dich in guter Erinnerung behalten und bald mal wieder kontaktieren. Bis dahin auch unseren Zuschauern. Was sollen wir sagen? Ihr seid Riesen. Ihr seid Riesen, ja. Bleibt dabei, geht in eure Kraft und schaltet wieder ein, wenn es das nächste Mal heißt Free Spirit TV. Herzlich willkommen jenseits des Mainstreams. Genau. Macht's alle gut und vielen Dank.